Hallo zusammen, ich bin der Joel und das ist La Vitrine. So, wir sind wieder mal bei einer Folge Sneakerzimmer, wie ihr da hinter uns seht. Heute beim Joel. Danke schon, dass wir vorbeikommen. Herzlich willkommen, Gensche. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach straight up damit an. Du zeigst uns, was du hast. Ist gut. Voll. Wie ihr seht, habe ich hauptsächlich einer, aber mir gefallen auch andere Air Max Modelle. Unter anderem der 97er. Meistens finde ich den OG Colorway einfach den geilsten, den meisten Air Max. Darum probiere ich von diesen Modellen, die mir gefallen, auch die OGs zu haben. Ihr seht hier den Silver Bullet, den habe ich schon ziemlich gerockt. Und Metallic Cold, der ist leider momentan noch etwas zu kurz gekommen. Der Grund ist einfach, dass ich den Silver Bullet zuerst hatte und erst dann den Goldie. Und mittlerweile finde ich einfach, der 97er zieht mir etwas zu viel, ist mir ein bisschen verleidet. Macht den Schuh nicht schlechter, ich werde ihn sicher auch wieder tragen, aber momentan lohnt es ein bisschen abflachen, bis nicht mehr so viel damit umlaufen. Ein weiterer 97er, der ist vom letzten Jahr, 2017. Sehr schlichtes Modell, ein grauer Schuh, geile Materialien, super GR finde ich. Kann man mit allem kombinieren, must have für mich. Air Max 97 Rio, 2014. Du siehst, er ist etwas anders als andere 97er, und zwar ist das Lacing anders. Und auch die Materialien sind anders, er hat auch ein Leather Lining und er reflektiert nicht, also er hat keine 3M Materialien drauf, wie die meisten 97er. Ich glaube, den habt ihr wahrscheinlich noch nicht allzu oft gesehen, vor allem die, die sich nicht so mit Air Max befassen. Darum für mich super schwer gewesen, überzukommen, nicht wegen dem Preis, sondern einfach, weil er nicht oft verkauft wird. Und dann, den mal gesehen haben, musste ich natürlich gerade haben. Für mich der 97er. Schönste ausgibt. Genau, da sehen wir auch noch das Schnürungssystem. Ich habe noch schnell den anderen rausgenommen. Bei der normalen hat es immer so dünne Bändel und zwischen denen so. Und so Rope Places eigentlich. Genau, so runde Rope Places, die hier durchgeschnürt werden. Und der hat wirklich einfach ein ganz normales Lacing, wie jeder andere Sneaker, was ihn irgendwie noch ein bisschen spezieller macht. Der direkte Nachfolger vom 97er, Air Max 98, das ist ein Frauen-Colorway. Ich finde den 97er vom Upper her fast ein bisschen geiler, also sprich von den einzelnen Schnittteilen. Aber bei dem war es einfach die Farbe, die es für mich ausgemacht hat. Sieht auch easy schlicht aus, obwohl er so farbige Akzente hat. Ein wichtiger Air Max, der auch kein einer ist, Air Max 90. Jeder, der gerne Air Max hat, braucht einen 90er, braucht einen OG. Auch wieder Infrared, natürlich ein Hammer Farbe. Und ich finde, das sollte keiner Air Max Sammlung gefallen. Ja. Habe ich zwar noch nicht so lange. Also, jetzt haben wir drei geile Air Max Modelle abgearbeitet. Fangen wir doch mit dem Großteil meiner Sammlung an, mit der einer Air Max. Dazu möchte ich euch gerade schnell das Pack zeigen. Vor kurzem, in den letzten Monaten rausgekommen. Es ist das Mini Swoosh Pack. Ich glaube auch, jeder, der einer Air Max cool findet, hat gerne kleine Details wie der Mini Swoosh vorne. Ich finde zwar Nike ist in letzter Zeit etwas übertrieben. Sie hauen jetzt eigentlich auf sehr viele Air Max drauf, was nicht unbedingt nötig wäre. Aber ich habe einfach die alle voll cool gefunden von der Farbe her. Ich habe zwar bei jedem die Laces wechseln, also da sind blaue Dinge, hier schwarze und hier weiße. Ich finde, so sieht es einfach am besten aus. Ja. Alle drei sehr schlichte Schuhe, gut für den Alltag und eben farblich schlicht. Und doch ein kleines Detail mit dem Mini-Swoosh, für mich ein Must-Have gewesen. Ja, ich finde geil, dass auch das ganze Pack ist. Ja, und das Geile ist ja bei der Air Max GR, in letzter Zeit, die fallen eigentlich immer in Sale, kannst du dir sicher sein. Da kannst du gerade wirklich das ganze Pack günstig dir zusammen kaufen. Auch einen, den ich noch nicht so lange habe. Ein GR aus 2009, wenn es mir recht ist. Genau. Habe ich vor kurzem gefunden, habe ich nicht mal gewusst, dass er existiert. Aber finde ich einfach auch super schlicht mit dem Orange. Tut sich gut tragen. Ja, voll schwer schön. Also da schöner alter Mesh noch. Ja, richtig weich, so bumpy. Ja, da genau. Der Shape ist, wie ist der Shape? Was ist das für ein Jahr? 2009, ja. 2009, ja. Ist nicht so katastrophal, es ist nicht eine komplette Banane, aber es hat natürlich auch nicht die schöne Keilform. Ich habe jetzt aber auch nicht glättet, nichts, ja. Aber ich finde es voll easy. Ja, zu einem Air Max, den ich finde, ist einer der most underrated. Sieht man nicht oft. Ein wunderschöner Air Max, finde ich. Also wirklich, das Blau ist Hammer. Für mich ist Air Max, die besten einer Air Max sind die, die einfach eine weiße Toebox haben und der Mudguard und der Swoosh halt in der gleichen Farbe, wie es die OGs damals gewesen sind. Und da auch wieder mit orangigen Akzent und orangigen Bubble. Was willst du noch mehr? Ja, voll, das ist so eine richtig schöne Air Max Farbkombination. Auch dass da den Hintergrund vom Swoosh grau gemacht haben, wie bei den OGs eigentlich. Genau. Das ist richtig lit und es ist auch ein mega schönes Blau. Für mich sehr spezielle Air Max. Und zwar ist es das Modell, das ich als erstes hatte. Also der Colorway, den ich als erstes hatte. Es war 2012. Da habe ich gerade so ein bisschen angefangen, Air Max cool zu finden. Ich habe mir den gekauft damals in den Ferien. Ich finde ihn cool von der Farbe her. Der Shape ist jetzt über die Jahre mit dem Schuhspanner auch einigermaßen gekommen. Und für mich hat er einfach extrem viel Bedeutung, weil das halt der erste Air Max war, den ich hatte. Es ist jetzt nicht genau der.
Ich habe den vor kurzem wieder gefunden, nochmal kaufen können. Der wirklich erste Air Max, den ich hatte, der ist richtig gut gerockt worden. Damn! Also, hier seht ihr, die Sohle löst sich. Die Sohle ist richtig, richtig durchgedreht. Also, wenn ihr vergleicht, das ist der gleiche Schuh, für die, die es nicht checkt. Das ist einmal durchgebietet und einmal hat er noch richtig genau. Nice. Und hier zum Beispiel bei der Midsole ist nicht nur Farbe, also ist nicht nur dreckig jetzt, sondern die Farbe ist wirklich ab. Also es wäre auch nicht weiss, wenn es sauber wäre. Air Max One Ridge Rock habe ich auf den Bildern gesehen, sofort mich darin verliebt. Einfach wegen dem Blau und wegen den schönen Materialien. Inzwischen muss ich aber sagen, ich habe ihn nicht oft angehabt. Und zwar stört mich immer etwas, wenn ich ihn anhabe, von der Farbe her. Ich weiss auch nicht genau. Ich habe das Gefühl, es ist die Midsole. Ich habe nicht so gerne dunkle Midsoles. Ein Air Max soll von mir aus einfach eine helle, möglichst weisse Midsole haben. Darum ich denke, das wird jetzt noch ein Projekt in näher Zukunft, hier die Midsole anmalen. Ich habe schon erste Bilder gesehen von Leuten, die das gemacht haben. Ja. Ich finde ihn viel besser. Dann ein Air Max, den ich auch, der ist auch von 2012. Als ich den blauen Air Max gekauft habe, den ich vorher gezeigt habe, ist es natürlich bei mir etwas losgegangen. Ich hätte den auch noch gerne gehabt, aber ich war halt dort noch recht jung, nicht allzu viel Geld gehabt. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ein pinker Schuh, wenn du nur etwa 2-3 Schuhe hast, muss jetzt nicht unbedingt sein, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Ein paar Jahre später, dann, als es finanziell etwas besser ausgesehen hat, konnte ich mir dann den auch noch leisten. Bei dem finde ich einfach geil, dass das Lining wirklich so pink und das sieht richtig geil aus auf dem natürlichen Beige eigentlich. Eine richtig geile Kombo so. Dann ein Schuh, den ihr sicher alle genug gesehen habt dieses Jahr. Air Max One Watermelon. Finde ich auch ein grundsolider Schuh für den Sommer. Ich verstehe jetzt den Hype dahinter nicht ganz, also er ist für mich ein bisschen overhyped, aber doch ein sehr schöner Schuh, den man gut anlegen kann, aber ich finde, es müsste jetzt auch nicht jeden einen haben, weil er ist doch recht schwer zu kombinieren und ich musste es auch bei mir merken. Ich habe ihn schlussendlich nicht so oft angehabt, wie ich das am Anfang gedacht habe. Die haben wirklich jetzt auch viele Leute gekauft dieses Jahr, die eigentlich nichts mit Air Max am Hut haben. Genau. Genau. Dann die Schule, den haben wir ja schon mal zusammen geshootet. Kennst du ja bestens. Das ist jetzt ein Retro, den hat es schon mal gegeben in den Anfangs 2000er Jahren, 2002, 2004, irgend so etwas. Finde ich cool von der Farbe her, auch das Schulkonzept finde ich geil. Ist leider auch ein bisschen ausgeschlachtet worden bei Nike. Es ist nicht mehr so speziell, es gibt extrem viele Colorways, die es eigentlich nicht bräuchte. Die Zolle ist noch geil bei dem. Aber insgesamt finde ich, egal ob es jetzt ein Air Max One ist, ob es ein Cortez ist, ob es ein Air Force ist, die Schulgeschichte finde ich schon nice. Dann eine andere Schuhe. Am Anfang habe ich den wirklich nicht gefühlt, weil für die, die mich nicht kennen, ich habe nicht gerne weisse Schuhe. Außer das ist so creme, off-white-mässig, aber so schneeweiß sehe ich einfach nicht an mir. Ich weiss nicht, mit dem roten Swoosh. Ich habe so viele Bilder nachher gesehen und habe dann irgendwann gedacht, mal, brauche ich jetzt doch auch. Ja, gerade so mit dem OG zusammen auf Bildern sieht er einfach immer Hammer aus. Ja. Und das Rot-Weiß auf einem Air Max erinnert halt wirklich schnell an OG und darum. Ja, ich habe von dem auch schon gehört, dass da viele Leute OG Customs daraus gemacht haben. Mit dem Mudguard. Also genau, dass der Mudguard noch zusätzlich rot angemalt haben. Sieht sicher auch noch speziell aus. Sieht geil aus, ja. Dann fangen wir mit dem Kern an von meiner Air Max One Collection. Ganz wichtig natürlich. Die OGs. Gerade mal als erstes der Aqua. Wahrscheinlich der OG, der am wenigsten beliebt ist, der auch am wenigsten rausgekommen ist. Ist leider auch nicht so oft bei mir am Fuß, weil es einfach farblich zu den Kleidern meistens nicht so passt. Aber im Sommer jetzt gerade ein paar Mal angehabt. Ich finde es Hammer auch mit dem Violett und dem ja, Türkis Aquablau. Also mir gefällt er so optisch fast ein bisschen besser als der Obsidian, auch wenn der Obsidian eher iconic ist für den OG. Aber ich finde die Farbkombination einfach richtig geil. Für mich ist er der schwächste aus dem OG-Pack, aber gleichzeitig auch der speziellste. Ich gehe weiter mit den OGs. Der Obsidian, den habe ich noch am längsten gesucht. Beim Release war ich auch gerade nicht flüssig, war auf Reisen, hatte anders im Kopf. Ich habe dann gedacht, den finde ich recht easy wieder mal. Vielleicht wird er auch wieder gestockt wie der rote und der blaue. Das war leider dann nie der Fall. Ich habe vor kurzem einen für Retail gefunden, nachdem ich schon fast verzweifelt bin, weil ich ihn nicht habe. Das war der letzte, der mir gefällt hat aus dem OG-Pack. Inzwischen habe ich ihn, super happy damit. Ja, den kannst du immer anlegen. Also der Obsidian ist so ein Schuh, man, der passt zu fast allem. Den kannst du sogar elegant anlegen. Also kannst du mit einem Hemli Jeans für irgendeine Präsentation anlegen. Aber kannst du auch gerade so gut mit Kurzhosen und Tanktop anlegen. Das ist eine gute Wirkung. Dann der blaue. Für mich war immer der rote eigentlich unangefochten der beste. Also eigentlich unter allen Air Max, weil er einfach so ikonisch ist, weil ich noch schon 2012 hatte. Ich habe wirklich immer den Roti mega gefühlt und dann letztes Jahr hatte ich halt auch den Blaue dann. Und seit ich den Blaue habe, muss ich sagen, ich habe ihn fast lieber an. Halt auch, weil der Blau und Dunkelblau wahrscheinlich besser kombinieren als Rot. Sieht ein bisschen dezenter aus. Inzwischen fast gleichwertig wie der Roti. Dann ja, eben fast gleichwertig wie der Roti. Der Roti ist unangefochten, der beste Air Max. Auch am Air Max Day. Ich habe gute Air Max, ich habe viele Air Max, aber für mich ist eigentlich keine Frage, welchen ich anlege am Air Max Day. Ja. Es ist der rote, weil es ist der Air Max. Ich
finde es super, dass sie das Retro rausgebracht haben und auch wirklich ein gutes Retro. Ich weiss, ja. Es gibt Leute, die sagen, ja, Madgar ist zu dick, das ist nicht wie früher und so weiter und so fort. Aber Nostalgie ist schön und gut, aber es muss ja nicht immer alles gleich sein. Ich finde, die Umsetzung ist gut, die Materialien sind gut, der Shape ist wieder gut. Die Schuhbändel, nachdem er sie gewechselt hat, sind auch top. Ja. Die ganz OG, weißt du, die glänzenden... Ja, die knitterigen da. Ja, mit denen kann ich gar nichts anfangen, wenn es OG niemand. Ist. Nein, super happy, dass der rausgekommen ist und dass er jetzt auch wirklich für alle erhält. Dann ein anderer Retro, Göri. Habe ich auch eigentlich nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, also der OG Göri. Ja. Aber dann irgendwie, wo so die ersten Gerüchte gekommen sind, der wird mit Retro etc. habe ich dann halt auch immer mehr gesehen, habe auch fühlen. Und inzwischen ist das auch so mein Alltagsschuh eigentlich. Habe ich recht gerne an zum Arbeiten. Ich muss leider sagen, Nike, die Qualität von dem ist miserabel. Bei dem Pärli geht es jetzt, aber da ist es... Ja. Wir mussten wirklich mehrere bestellen, dass wir mal ein gutes Bärli dabei hatten. Also sei das, dass er schief ist, dass die Nähte nicht so gut sind. Ich hatte auch ein paar, die sind hier beim Pull-Tab. Das war komplett schräg angenäht, völlig verzogen. Die Shape, es gibt so eine Falte, wenn man reinsteht und alles mögliche. Jetzt habe ich ein einigermaßen gutes Bärli, bin zufrieden damit. Aber es ist natürlich schade, dass man sich das so zusammensuchen muss. Das ist noch in der dunklen Zeiten von der Air Max Fans gewesen, sprich 2016, wenn es mich nicht täuscht, 2015 produziert. Shape ist miserabel, ich finde den Colorway richtig nice. Die Materialien sind geil, das Muster ist halt ein schlichter Schuh und gleich hat er eben seine Details, die ihn etwas Spezielles machen. Die sind anlässlich zum Retro vom Safari rausgekommen. Safari, auch einer von diesen Air Max, also jetzt nicht unbedingt der Retro, der ist nicht so gelungen, aber halt der OG, wo ich recht jung war, 12, 14 oder so, habe ich mal ein Bild gesehen vom OG Safari. Dann, das hat eben so ein bisschen ausgelöst, dass ich Air Max fühlte, hat dann auch zum Kauf von diesem geführt. Ich habe einfach den Colorway irgendwie Hammer gefunden, ist zwar nicht so einfach zum Tragen, aber ich finde den super speziell. Und das ist jetzt halt die Retro-Version, statt der Gamsole ist die Glow-in-the-Dark Icy Soul drauf und vorne ist er da einen ganz langen Haar drauf gehabt, der ist jetzt inzwischen rasiert worden. Und der alte, der OG, hat halt da vorher wirklich ein Mesh drauf gehabt. Ja. Also ist um einiges schöner gewesen. Nichtsdestotrotz ist auch der genug gut, um damit zufrieden zu sein, dass ich ihn habe. Den alte suche ich jetzt nicht unbedingt, weil tragen kannst du noch nicht mehr. Und auf Souls Webs, ja. Ist auch kein Lust eigentlich. Jetzt so mässig Lust. Machen wir gleich weiter. Wir müssen schauen, dass wir unsere Finger nicht verbrennen. Aber machen wir weiter. Es geht weiter mit dem Atmos Pack. Also wir sind inzwischen bei der Atmos angelangt. Das ist ein anderer Atmos. Der Tiger Camo Snake Skin. Ich finde ihn super speziell. Dem, eben mit dem Schlange, mit der Schlangenhaut, die nämlich jetzt mal ein Fake ist. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da... Ich hoffe es vor allem auch nicht, dass sie da echte drauf haben. Das ist einfach so der Look. Speziell an dem Schuh finde ich eben die Details. Hier das orange Nike Air Max und hinten das Nike Air. Ursprünglich ist der mit schwarzen und weißen Laces gekommen. Ich habe dann denke ich auch gerade orange rein, um den Farbton nochmal aufzugreifen. Ja, ist eh mit dem Schlangenleder, also mit dem Schlangenhaut-Look. Und im Camo ist eh schon ein lauter Schuh, der recht Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob er jetzt noch orange Laces drin hat oder nicht. Spielt auch keine Rolle mehr. Dann kommen wir zum diesjährigen Atmos Release, der Air Max One Animal. Kennt ihr sicher, habt ihr das Jahr wahrscheinlich alle genug gesehen. Muss man nicht viel dazu sagen. Ich finde, es ist ein guter Retro. Klar, der OG hat mir besser gefallen mit der weißen Toebox. Sehe ich aber nicht ein, wieso ich jetzt für die weiße Toebox so viel mehr zahlen sollte. Gleichzeitig geht mir der Schuh wahrscheinlich gerade gleich auseinander und muss geswappt werden. Ich bin super happy mit dem Retro. Also, ich finde, man soll es auch ein bisschen verändern. Wenn der jetzt auch noch die weiße Toebox gehabt hätte, wäre ein bisschen schade gewesen gegenüber den Leuten, die den alten haben, den ersten, den Sammler. Ich rede jetzt nicht unbedingt vom Wert, aber es macht halt den Schuh auch weniger speziell. Dann der letzte Atmos und für mich auch der beste inzwischen. Aber lange Zeit war das Safari mein Lieblingsatmos. Inzwischen ist es einfach der, weil er etwas schlichter ist und gleich einfach durch das Wusch, durch die Farbe absolut raussticht. Den haben sie jetzt klar auch hier wieder die Sammler sagen, ja, der Madgar ist etwas fetter, der Shape ist etwas schlechter und einfach das Wusch ist glaube ich noch etwas anders, der glänzt mehr. Ja, ist mehr oder weniger ein 1:1 Retro. Gut, du kannst auch nicht erwarten, dass sie zum Beispiel den Shape 1:1 kopiert wie 2000 und was ist das? 6 oder 7? 6 oder 7. 2007, weil die haben inzwischen vielleicht auch ihre komplette Fabrik mal umgebaut. Andere Schuhleisten, andere Maschinen, was auch immer. Und dann kannst du auf den Shape nicht 100% gehen. Air Max One Para. Das ist nicht der erste Para. Der Para ist ja ein holländischer Künstler, der bekannt ist für seine Kunst. Meistens ein bisschen in diesen Farben. Hier vorne steht ein Mini Swoosh Para. Auf dieser Seite halt ein Mini Swoosh. Das ist ein bisschen ein Schuhe auch.
Am Anfang beim Release hat er mich auch nicht so aus den Socken gehauen und dann habe ich halt immer mehr gesehen und habe einfach gedacht, mal, der ist doch mega speziell. Du hast ja auch mein Unboxing gesehen, oder? Das auch, ja, natürlich. Und ja, mit der Zeit habe ich dann gedacht, gut, wenn du einen guten Preis findest, schnappst du ihn dir. Ist dann passiert. Jetzt habe ich ihn eben glücklich damit. Ich habe ihn leider noch nicht gedreht, aber wird sicher bald noch passieren. Genau nicht. Voll. Dann kommen wir zum wohl bekanntesten Schuh aus meiner Sammlung. Den werdet ihr alle kennen, Air Max One. 97 Sean Wotherspoon, kreiert von Sean Wotherspoon, der ja einen Store hat in Los Angeles, inzwischen glaube ich auch in New York, Miami. Ja. Er hat die Möglichkeit bekommen, einen Schuh zu designen. Ja, mit dem Corduroy, wo das Upper ist ja ein 97er und die Sohle ist ein 1er. Was nicht, wie siehst du, ist es für dich mehr ein 1er oder mehr ein 97er? Über das haben wir auch schon geredet, aber für mich ist es schon mehr ein 1er. Für mich aber auch, ich finde, bei der Air Max macht es doch die Sohle aus. Also ich sehe ihn mehr als 1er, darum habe ich jetzt auch den 1er eingeordnet und nicht bei den 97er. Aber auch Materialien und Corduroy kennt man ja so ein bisschen aus den Patas und sonst vielleicht ein bisschen spezielleren Air Max. Mhm. Ones, was du bei den 97er auch nie siehst. Für diesen Schuh habe ich keine Kosten und Mühe gescheut. Ich habe hier Tour de Suisse gemacht, sprich bei einem Tag in alle Stores gegangen, wo ich in der Schweiz geraffelt habe. Bei jedem Raffle eingeschrieben, es waren 3 gewesen. Schlussendlich hat es in einem Store geklappt und ich habe den für Retail bekommen. Einen anderen Schuh für den ich sehr viel Aufwand auf mich genommen habe. Air Max One Master. Wie ihr am Poster seht, das hinter mir hängt, ist das so eine Zusammenstellung aus verschiedenen Air Max, von der ganzen Geschichte jetzt, also von 1987 bis heute, so von den einigen von den beliebtesten Modellen. Ich finde das Konzept mega geil. Leider bin ich absolut nicht fähig, das zu tragen. Ich weiß nicht, wie ich das kombinieren will, selbst ja, vielleicht mit einer Jeans und einem weißen Shirt, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil wenn du mit dem rumläufst, dann glaube ich einfach wirklich alle Blick an dir. Muss ich nicht so haben. Ich finde das Konzept Hammer für einen Schuh, der in der Sammlung steht. Die Geschichte zu dem ist, der ist 2017 rausgekommen, im Air Max Month, nicht am Air Max Day, aber einen Monat vorher. Ich war gerade per Zufall in Berlin und habe dann mitbekommen, dass der Store Overkill ein Campout für den macht, mit vielen Zusatzattraktionen. Du kennst ja den, also kennst, du weißt, wer es ist, der Iceberg. Mhm. Ist einer der Master of Air. Master of Air sind so die wichtigsten oder grössten Air Max Sammler der Welt. Und dann eine Ausstellung gemacht bei Overkill mit allen Schuhen. Er besitzt alle Schuhe, die da halt reingeflossen sind in den Mudguard. Hat die alle ausgestellt, habe ich die alle mal live gesehen. Zwar hinter einem Plexiglas, ja. Aber gleich, man hat sie mal live gesehen. Dazu hat es noch ein Konzert gegeben. Es hat gratis Essen gegeben. Es hat jenste Goodies gegeben. Dann in der Nacht beim Campout sind Masseusen gekommen, die auf dem Camping schon den Rücken massiert haben und einfach die Nacht wirklich kürzer werden. Cooles Erlebnis für mich war. Also gute 21 Stunden habe ich auf mich genommen. Aber es war cool, ich habe coole Leute kennengelernt. Dann zu meinen neuesten beiden Errungenschaften. Die habe ich wirklich noch nicht lang. Air Max One Pink Pack. Auch ein GR damals. Was eigentlich, was wir heute vielleicht die jüngeren Air Max Sammler nicht wissen, weil er doch einer der gehypteren Schuhe ist. Ja. Super Condition, kann einen mega guten Preis bekommen. Für die, die ihn nicht kennen, für wie viel geht das ungefähr? Schwierig, es wird inzwischen auch nicht mehr so viel verkauft. Ich würde sagen, in dieser Condition, wirklich, dass man noch die meisten Nippel sieht, zwischen 300 und 500, je nach Verkäufer, ja. Je nach Land. In einem absoluten Grail. Ich kann den Schuh lang wählen. Nicht gedacht, dass ich den mal wieder in meinen Händen halten darf. Als Besitzer. Eben, grün ist meine Lieblingsfarbe und ich finde einfach den Chlorophyll so ein Hammerschuh wegen den Materialien, wegen dem Grün. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, eine weiße Toebox und ein Mudguard und ein Swoosh in einer Farbe. Dann bin ich happy. Und wenn es dann meine Lieblingsfarbe grün ist, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Auch zu einem guten Preis bekommen. Kann ich nachvollziehen. Das ist auch wirklich etwas, was ich richtig hart finde, was ich eventuell auch mal gerne würde haben. Selber zu dem Corduroy. Genau, das wollte ich auch sagen. Für die, die es jetzt nicht kennen, die denken, hey, was ist das für ein Schuh, wieso ist das in Grail? Das ist ein fucking Pata. Gehört in die Familie zusammen mit dem Corduroy, den ich in Rotterdam gekauft habe, das Sneaker Ness. Wo es noch 3 andere gibt, insgesamt 5, oder? Cherrywood, der eben auch noch mit dem Para zusammen ist, genau. Der Lucky Green und der Purple Denim. Und ja, die bewegen sich so um den 1000er Bereich herum. Auch so, dass ihr ein bisschen das Bild habt, was das kostet. Je nach Condition halt, ja. Genau, je nach Condition, aber das ist etwa gleich, wenn wir jetzt hier noch Off-White in der Hand haben, vom Preis her. Nur ein bisschen schwieriger zu finden. Ganz anderes Shit, aber es ist richtig geil, richtig schön. So, das wäre es mit der ganzen Kollektion mal gewesen. An dieser Stelle nochmal danke schon, dass ihr auch vorbeikommt. Bitte gern geschehen. Für mich auch sehr speziell, weil ich ja selber auch gerne Air Max One habe oder halt noch nicht so viel Zeit habe. Schon, dafür hast du zuerst den Pata, den Corduroy, bevor ich den hatte. Du hast andere, den Six, den ich auch gerne noch hatte. Das stimmt, aber eben, wie gesagt, für mich wirklich mega schön, das anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir schauen uns gerade 2-3 Fragen an. Kommen wir zu den
erste ganz einfache Basic-Frage. Wieso hast du angefangen, Schuhe zu sammeln? Ja, ich habe Schuhe schon immer etwas Spezielles gefunden. Ich war weniger der Typ, der sich für Fashion interessiert hat, also für Outfits, für Streetwear. Leider hatte ich lange nicht so viel Cash für Schuhe. Ich hatte immer vielleicht einen schönen Schuh gehabt. Und ja, als ich dann halt angefangen habe zu arbeiten, konnte ich es mir plötzlich leisten. Da hat die Passion, eigentlich die stille Passion, hat so ein bisschen angefangen, dass ich Sachen ausleben konnte. Und dann ja, sind es immer mehr und mehr Schuhe geworden. Eigentlich so, wie das bei vielen anfängt. Wieso Air Max One? Ist das nur wegen dem Safari, den du gesehen hast? Oder? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht mal so sagen. Ich habe den Safari gesehen, ich habe den Pinstripe gesehen. Ich habe dann mich auch für Air Max interessieren. Gerade einer, weil sie doch noch recht schlicht sind, weil man sie gut tragen kann. Weil es viele Colorways gibt. Ich würde jetzt behaupten, unter Air Max die meisten Collabs auch, also die meisten speziellen Schuhe. Ich finde es einfach ein super Modell, ich finde es bequem. Klar, es gibt bequemere, aber so für den Alltag ist es nicht zart, nicht zu weich. Und es gibt einfach viele geile Colorways, die mir gefallen und darum bin ich immer eigentlich bei denen geblieben. Jetzt mal ganz allgemein deine Meinung zum Resell-Game. Wie hat sich das entwickelt? Was denkst du dazu? Ich glaube, niemand hat Freude daran, wenn er seine Schuhe nicht bekommt und ihn dann und aber gleich unbedingt wett und sozusagen teuer muss kaufen, wenn er nicht wirklich wett. Aber man kann auch niemandem einen Vorwurf machen, weil es ist halt wie es ist. Wo es eine Gewinnchance gibt, da wird sie auch genützt. So denken die Menschen. Und ich finde es auch richtig. Also ich finde es jetzt nicht so geil mit Bots und Backdoor und so. Aber auch gleich bei Backdoor muss man sich die Beziehung halt aufbauen. Und meistens muss man sehr viel Zeit wissen und unter Umständen auch Geld in die Schuhe investieren. Ja, für mich ist es ein legitimer Business-Zweig. Ich will es nicht unterstützen, ich finde es nicht gut. Aber irgendwie, wenn ich den Schuh wett, ein Wett innehalt und bei der Air Max One ist ja noch gut. Sie haben zwar Resell-Wert, aber meistens steigt es nicht in so unermesslichen, nicht so wie jetzt ein Yeezy oder ein Off-White oder so, wo einfach temporär durch den Hype halt so teuer wird. Darum, der Air Max One ist ein bisschen weniger ein Thema, aber es ist halt doch auch ein Thema. Ich meine, es gehört ja irgendwo durch auch ein bisschen zum Game. Sonst wäre es viel zu einfach. Noch so als letzter Punkt, was ist deine Meinung zu all den Restocks, die jetzt die Marken wieder machen? Irgendwie der Wave Runner ist jetzt auch schon wieder rausgekommen und so ist der Resell-Preis im Keller, aber gewisse Air Max Ones sind jetzt 3-mal restockt worden, haben keinen Resell-Wert mehr. Was meinst du zu dem Thema? Ich finde es gut, machen so viele Restocks, wie es geht. Der Schuh wird dir das nicht weniger speziell. Aber ich habe selber auch gesagt, zum Beispiel den 97er lege ich weniger an, weil ich momentan viel sehe. Vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen satt gesehen, aber es schmälert für mich nicht den Wert des Schuhs, den er für mich hat. Ich finde ihn genau gleich schön. Ich werde ihn vielleicht eben, ich lege ihn jetzt nicht gerade den an, wenn man ihn sowieso schon jeden Tag 37 Mal sieht. Aber ich finde es gut. Ich meine, die Schuhe soll so viel davon geben wie möglich. Jeder soll Freude daran haben, an dem Modell, das er gerne hat, ohne so viel Geld dafür muss ausgeben. Also übertrieben viel Geld. Ich meine, auch die Schuhe Retail kaufen kostet genug, nicht gerade das günstigste Hobby. Und das war es schon mit diesen 2-3 Fragen. An dieser Stelle, ihr wisst, was jetzt kommt. Liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Yes, sir. Peace.